Schon der Frühling 2018 ist als einer der wärmsten und schönsten in die Messgeschichte eingegangen. Und so wie es scheint, will der Sommer dem in nichts nachstehen. Schönen guten Abend beim Wetter, das heute perfekt ist für den Auftakt des Oregano-Festivals am Dornbirner Marktplatz. 4 Tage lang gibt es Musik und kulinarische Besonderheiten aus aller Welt. Und heute Abend bleibt garantiert jeder trocken, denn es erwartet uns eine wunderbare Sommernacht. Im Satellitenfilm ist gut zu sehen, wie Vorarlberg von diesem Hoch hier über Frankreich begünstigt wird. Das Tief über Polen bis nach Ungarn, das bringt im Osten schon trübes Wetter. Die Störung erreicht uns aber erst am Samstag. Morgen beginnt der Tag strahlend schön. Am Vormittag gibt es viel Sonne im ganzen Land. Am Nachmittag fließt dann mit einer Südwestströmung feuchtere Luft zu uns. Es entstehen Quellwolken, Gewitter entladen sich stellenweise im Montafon und am Arlberg. Ansonsten bleibt es trocken. Frühtemperaturen verhältnismäßig frisch für einen Hochsommertag zwischen 10 und 16 Grad. Untertags dann aber wieder sehr heiß, sogar in Schruns, wird die 30-Grad-Marke geknackt. Abkühlung gibt es dann am Wochenende, am Samstag, nur mehr bis zu 24 Grad. Und es regnet immer wieder und das ist gut so angesichts der Trockenheit im Land. Auch am Sonntag noch nass und trüb, gegen Abend, da lockert es auf. Und der Start in die neue Woche, der bringt schon wieder Sommerwetter. Also morgen noch einmal sehr heiß und schön und auch der heutige Abend, der könnte besser nicht sein. Vor allem für die Premierengäste von Carmen. 24 Grad werden es noch sein, wenn das Spiel auf dem See beginnt. Da braucht es vermutlich nicht mal eine Decke. Mückenspray hingegen macht sich immer gut in der Handtasche. Das gilt übrigens auch für all jene, die den Feierabend am See verbringen. Denn da gibt es heute noch ein weiteres Highlight. Ganz ohne Eintrittskarte, nämlich einen garantiert atemberaubenden Sonnenuntergang. Mit diesen nahezu kitschigen Aussichten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bis morgen.